Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Medieval Dynasty. Heute geht's weiter und wir schauen mal. Ich habe gelernt, ich muss in der Jagdhütte hier in die Truhe, damit meine Kollegin, die das Jagen überhaupt nicht beherrscht, die Tiere auch ja. Heute ein Kann brauchst du ein Messer, deswegen muss man hier ein Messer reintun. Ist Asche weg. Und das hat sie dann jetzt und dann kann sie hier die Tiere häuten. So, jetzt ist die Frage, können wir uns gleich wieder Messer machen? Nee, brauchen wir Steine. Zwei Steine. Zwei Steine. Zwei Steine, ja, das ist jetzt im Winter hier ein bisschen schwierig. Steine zu finden. Aber hier liegen einige. Eins. Und zwei. So. Jetzt können wir uns ein Messer machen. Allgemein habe ich mal ein bisschen gelesen und habe gelesen, dass man am Anfang vor allen Dingen viele Messer und sowas verkaufen soll im Dorf. Weil das halt am Anfang relativ viel Geld bringt. Na, haben wir ja schon gesehen. Deswegen sammle ich hier mal ein bisschen was. Ich weiß ja gar nicht mehr, wo wir stehen geblieben waren, ehrlich gesagt. Das ist schon ein Stück her. Wir hatten die Jagdhütte das letzte Mal gebaut, das weiß ich noch. Und haben uns jemanden angeworben aus dem Dorf. Aber die gute Dame ist überhaupt nicht so fürs Jagen eigentlich gemacht, aber mal schauen. Vielleicht können wir ja noch jemanden ins Dorf holen, der ein bisschen besser jagen kann. So, was? Ein Steinmesser können wir machen. Ach, jetzt brauchen wir wieder Stöcke. Okay, Stöcke sammeln. Hier liegt ja Gott sei Dank genug rum. So. Machen wir mal noch ein paar. Mal sehen, wie viel wir da rauskriegen. Ah, das war's schon wieder. Okay, wir brauchen wieder Stöcke. Stöcke, 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 Stöcke nehmen. So. Und noch eins. Damit haben wir dann schon fünf Messer. Ah, hier. Hast du denn was gefangen? Erzähl mir was über dich. Minus eins, Jäger. Okay, ja, sie ist halt. Ich nehme mal an, das ist hier fürs Kinderhüten oder so. Ist das gut? Hast du einen Moment zwar Zeit? Hast du den Adligen gesehen? Stimmung minus eins, Zuneigung null. Was für ein tolles Kleid du hast. Vor kurzem ging ich auf die Jagd. Tolles Kleid. Ja. Sehr schön. Okay. Gut. Jetzt wird es auch schon wieder dunkel. Wir brauchen dann irgendwann mal wieder dringend was zu essen. Und das ist im Winter halt ein bisschen schwierig. Das ist das Problem. So, hier haben wir noch Fleisch. Zwei Stück. Zweimal Fleisch. Das könnten wir eigentlich mal machen hier. Kessel, Suppen, Grützen, andere. Okay, ich kann das anscheinend nur über einem Lagerfeuer machen. Deswegen halt das mal bei Möbeln, ne? Ich vergesse das immer. Stücke 16. Na, toll. Haben wir hier noch Stöcke? Speere haben wir ja noch. Die Pilze. Hölzerne Schalen. Ups. Okay, wir könnten eigentlich erstmal schlafen, dann gleich. Wo war hier die? Hier. Federn, Rundholzstock.
Stock Rundholz. Das können wir eigentlich mal mit hier reinpacken. Ja, und dann brauchen wir noch jemanden für unsere kolossal guten Felder und vor allen Dingen brauchen wir noch eine Tasche und Dünger. Das wäre wichtig, dass wir das irgendwie noch hinkriegen. Schön, Sonne. Wie viel Geld haben wir denn? Oh, halt, wie viel Geld haben wir denn eigentlich? 271,4. Hölzerner Speer, 25%, ist ein bisschen wenig. Da nehmen wir mal noch 3 mit. So. Dann sammeln wir noch ein paar Steine. Und ein paar Stöcke vor allen Dingen. Hier liegt ja wirklich genug rum. Stock, Stock, Stock. Vierzehn Stück. 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24. So, dann machen wir mal noch ein paar Messer, erstelle mehr. 4 Stück, ja. Klingt gut. Dann können wir den ganzen Spaß nämlich im Dorf mal verkaufen gehen. Und ich hoffe, dass wir irgendwo Dünger herbekommen. Jetzt im Winter ist zwar eh gerade schlecht mit Feldern und so. Aber wir haben den Winter ja schon fast halb geschafft. Außerdem müssen wir wahrscheinlich was zu essen kaufen. Weil wir halt selber noch nicht so viel haben. Das ist das Problem. So. Stein, 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 Stock. Neues Niveau Überleben. Oh. Da schauen wir doch mal. Fähigkeiten. Überleben. Überlebenskenntnisse. Unempfindlich. Eiserne Leber. Überlebenssinn. Stimmt. Das nutze ich irgendwie gar nicht, ne? Stark wie eine Eiche. 10% mehr Gesundheit. Überlebenskünstler. Ja, das machen wir mal noch. Also hier machen wir eh 2 Punkte eigensinnig. Wassertänzer, Athlet, Fels in der Brandung, das machen wir auch, so. Okay, dann können wir mal noch ein paar Messer machen, wieder 3 Stück. Jetzt ist die Musik auch noch weg, herzlichen Glückwunsch. Aber die kommt hoffentlich gleich wieder. So. Sehr gut. Stein. Dann brauchen wir mal noch ein paar Stöcke. Das Lagerfeuer. Wir wollten ja noch ein Lagerfeuer machen und die 2 Fleisch noch grillen. Dazu brauchen wir 16, glaube ich. Können wir jetzt noch. Ja, können wir machen. Sehr schön. 13 Steinmesser. Krasse Sache. So, 9 Stücke, 27 Stücke im Inventar, 28. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, packen wir hier irgendwo einfach mal so ein Lagerfeuer hin. Was ist hier? Keine Ahnung. Lagerfeuer, einfaches Lagerfeuer. Ja, hier so. Das zünden wir jetzt an. Und dann können wir hier Fleisch machen. 2 Stück. Gebratenes Fleisch. Mmh. Lecker, lecker. Okay. Und das können wir jetzt essen. Bringt nur nicht so viel wahrscheinlich. Oh, Wahnsinn. Okay. Einmal trinken. Schönes kaltes Wasser. Der See friert nicht zu, ne? Also, das ist aber gut, würde ich sagen. Was können wir hier? Was haben wir hier noch was zu essen? Ne, haben wir gar nichts mehr zu essen.
Jetzt ist die Frage, hat die gute Dame schon was geschossen oder nicht? Ich weiß nicht, was die hier gemacht hat, weil hier ist irgendwie gar nichts drin und ich... Ach, keine Ahnung. Wo ist denn die Hütte? Da oben. Holzfällerlager brauchen wir auch noch irgendwann. So, Stock, Stein. Stein, Stock. Und Stein. Und Stock. So, Madame. Wie sieht's aus? Schlecht. Ja, keine Ahnung, ne? Okay, machen wir wieder ein paar Messer. Nochmal 3 Stück. Dann würde ich sagen, laufen wir mal ins Dorf. Und gucken mal, ob wir da irgendwas kaufen oder verkaufen können. Wie gesagt, die Steinmesser wären halt gut. Und da werden wir wahrscheinlich ein bisschen Nahrung dafür kaufen müssen. Weil jetzt im Winter ist halt, gibt halt keine Bären, es gibt keine Pilze. Hey, Kollege. Okay. Wie ging das eigentlich hier so, ne? Ja, mit so einer Speer. Liegt hier noch rum, okay. Sonst noch irgendwas? Da hinten liegt auch noch ein hölzerner Speer. Hier. Okay, 25% bringt jetzt nicht mehr so viel, aber... Das ist ein Wolf, da hau ich ab. Haben wir gelernt, bei Wölfen muss man vorsichtig sein. Stopp, jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich rüste mal die aus auf die 3, dass wir 100% Zustand haben da drauf. Und jetzt gucken wir mal. Ja, herzlichen Glückwunsch. Jetzt müssen wir sehen, dass wir den hier irgendwie kriegen. Das wäre halt schön. Toll. Steinpfeil, Steinpfeil. Okay, die hat hier rumgeschossen, die Frau, die gute Frau. Ah, da ist er. Philiberta, und wo ist jetzt mein hölzerner Speer? Wo ist jetzt... Hä? Wo ist das Vieh hin? Weg. Okay. Alles klar. Vielen Dank. Wo auch immer es hin ist. Ah, da hinten, oder was? Da hinten scheint es zu stehen. Ja, da ist es doch. Du siehst mich nicht. Scheiße. Gerade in dem Augenblick muss es sich natürlich ducken. Oh mein Gott! Das ist jetzt schlecht. Lässt er mich in Ruhe? Ja. Gott sei Dank. So, du musst doch eigentlich schon gleich tot sein, oder? Ah, das rennt wieder zu dem Wolf dahin, weil es genau weiß, hey. Da kann er mich nicht verfolgen. Wo sind sie denn, die Wölfe? Ist das ein Wolf oder ist das dahin ein Fuchs? Das ist ein Fuchs. Scheiße. Och nö, jetzt habe ich keine Speere mehr.
Was brauche ich denn für Speere? Ein Rundholz. Okay. Kriege ich den jetzt noch mit der Axt getötet hier? Ja, so nämlich. Na. Ein Hirsch. Wir haben einen Hirsch erlegt. Sehr schön. 3 Leder, 5 Fleisch. Das war gut. Hölzerner Speer, da hinten liegt er. Den nehmen wir mit. Sonst noch irgendwas? Da hinten ist noch einer. Wo ist der Wolf? Keine Ahnung. Okay. So, was liegt hier? Ein Stock? Ich dachte, das sah so aus wie... Okay, nee, war's nicht. Na, Philiberta, wie läuft's mit der Jagd? Stimmung 2%. Okay. Wie sieht's hier aus? Ihr kriegt irgendwie nichts dazu. Fein. Holz. Nachfrage 1. Steuern nix. Nahrung 4. Nachfrage 1. Okay, ich hoffe, dass das gut ist. Ich möchte dir etwas sagen, schöne Frau. Hätte schon einmal jemand gesagt, dass du schöne Augen hast. Tut mir leid, kein Interesse. Wie ist es denn letzte Zeit ergangen? Mir geht es blendend. Gut zu wissen, dass die Leute an mich denken. Wir sollten uns irgendwann einmal zum Mittagessen an den Fluss gehen. Das klingt doch gut. Nö. Okay. Das war eigentlich kein Scherz, aber... Fein! So! Ich würde aber hier kurz mal noch einen Baum fällen. Dass wir uns mal noch ein paar... Wie heißt es denn? Hölzerne Speere machen können, mein Gott. So. Plus 5 Stücke. Dann sacken wir mal die paar Rundhölzer noch ein. Und dann können wir uns jetzt 3 hölzerne Speere machen. Sehr schön. Gut. So. Ein paar Stöcke sammeln. 17 Stück habe ich ja schon. 19, 20. Dann brauchen wir noch ein paar Steine. Irgendwo noch Steine rumliegen hier. Schon alles aufgesammelt, ha? Wahrscheinlich. Hier sind noch Steine. So, 2 Steine. Hier ist noch einer. Stein. Jetzt können wir noch ein paar Messer machen. Und zwar bitte noch 4 Stück. Und dann gehen wir mal ins Dorf. Und verkaufen den ganzen Krempel. Davor würde ich aber tatsächlich gern noch das Fleisch braten. Weil ich sehe nämlich gerade, dass ich dringend was essen muss, obwohl wir vorhin eigentlich was gegessen haben. Aber das geht anscheinend relativ schnell. Deswegen gehen wir noch mal kurz zur Feuerstelle. Feuerstelle brennt sogar noch. Und machen... Ich wollte eigentlich gleich 5 machen, aber gut. So, noch 4 Stück. Da können wir dann 2 wieder in die Lebensmitteltruhe legen. Dass die Madame auch was zu essen hat. Sonst müfft sie wieder rum am Ende. Okay. So. Gebratenes Fleisch. Essen wir mal so. Und wo war das hier das Lebensmittellager? Oder? Nee, das war das hier. Lebensmittellager, genau.
So. Ach, hier ist sogar noch Fleisch drin. Na dann kann ich das ja auch noch essen erstmal. So. Und jetzt gehen wir mal ins Dorf. Da können wir hier noch fix was machen. Stock mal 5. Ja, komm, da machen wir noch 2 Weidenkörbe. Die können wir ja dann am Ende auch noch verkaufen. So. Jetzt geht's los. Eine Schaufel wäre halt mal ganz schön. Ich weiß halt nicht, wie viel halt. Wie viel Pünktchen, einfache Tasche. Wie viele Punkte brauchen wir denn hier? Gewinnung. Holzschuppen. Können wir schon machen. Ein Arbeitergebäude zum Fällen von Bäumen, um Stämme und Stöcke zu erhalten. Arbeitsbereich ist auf 50 Meter begrenzt, sollte im Wald gebaut werden. Okay, Jagd. Haben wir ja die Jagdhütte. Arbeitergebäude zur Jagd auf Wildtiere, Fleisch und Leder oder zum Sammeln von Heidelbeeren. Ja, verfügt über einen Arbeitsplatz. Tierhaltung. Hühnerstall wäre halt auch schön. Oh, da brauchen wir aber noch viel. Bei Landwirtschaft. Craften. Okay. Schmiede können wir dann. Ja, Schmiede wäre natürlich gut. Halt, das wollte ich nicht. So. Können ja unterwegs noch ein paar Steine sammeln, ein paar Stöcke. Und noch ein bisschen mehr machen. So. Jetzt bin ich voll. 8 Steine. Nehmen wir noch ein paar Stöcke mit. Dann können wir hier noch ein Messer machen. So. So. Stock, 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 Stock. Bitte nochmal 3. Dann müssten wir eigentlich auch wieder rennen können. Ja. So, 23 Steinmesser haben wir jetzt. Da müssten wir ja ein bisschen Geld dafür kriegen eigentlich. So, einmal trinken. Ja. Sehr gut. Und dann schauen wir mal ins Dorf. So. Vielleicht haben wir ja auch noch einen Quest. So, mal schauen. So, wo sind denn die Händler? Da hinten irgendwo. Hier drin ist jemand. Guten Tag. Jurand. Ne, du verkaufst nichts, okay. Was ist mit dir? Subimir? Zeig mir deine Waren. Ah, er hat Dünger. Okay, wenn ich dir jetzt die Steinmesser verkaufe. 10,5. Haben wir da hinten nicht mehr bekommen? Haben wir nicht mehr bekommen? 10,5? Waren das 10,5? Das könnte sein, ich weiß es aber nicht mehr. Adelina! Ja, 10,5. Okay, dann verkaufen wir dir die Steinmesser. Na? Na? Hallo? Alle? Bitteschön. So, was willst du noch? Die Weidenkörbe kriegst du auch noch. Pelz, Leder, Fellstiefel. Ne, die behalte ich. Kleiner Weidenkorb.
Dein Messer hat sich jetzt 23 Stück. Stroh, Weizenkorn, Apfel, Pflaume, Roggenkorn, Karottensamen. Kann bei der Karottenernte gewonnen oder gekauft werden. Kann im Frühling gesät und im Herbst geerntet oder im Winter gesät und im Sommer geerntet werden. Okay, benötigt einen Beutel. Wo kriegen wir denn so einen Beutel her? Wir brauchen einen Beutel. So, was haben wir hier noch? Univit. Ich schaffe eine neue Siedlung. Ah, jetzt brauche ich also 70. Okay. Okay. So, haben wir noch Quests? Alwins Geschichte. Sprich mit Alwin. Ja, machen wir das doch mal. Das ist doch gut. Kann ich hier bei einem von euch so einen Beutel kaufen? Na, komm. Kaufst du mir einen Beutel? Ne, du hattest keinen Beutel, ne? Du hattest nur Dünger und Tierfutter. Und du? Ah, du verkaufst also Essen. Das ist aber teuer. Nährwert 20, obwohl das geht für 50. Eintopf 60. Haferschleim, Preis 50. Ja, das ist ja am Ende eigentlich egal. Da können wir mal zwei kaufen. So. Haben wir noch 423 Münzen? Hier war doch noch jemand, der was verkauft hat. Wie war denn das gleich? Das war doch der Dorfvorsteher oder so, ne? Hier, Unikost. Beutel, 300. Ja, da schlagen wir zu, ne? Ein Stück. Ja, danke sehr. Trinkschlauch. Einfache Tasche. Die können wir selber machen. So, jetzt haben wir den Beutel. Sehr schön. Dann können wir ja auch Dünger kaufen. War das hier? Hattest du Dünger? Nee, hä? Ach halt, das war ja weiter vorne. War das hier? Nee, hier war es auch nicht. Hier war es. Hier gab es Dünger. Nee, aber nicht bei dir. Oh, Mann. Hier gab es Dünger. So, Dünger. 10. Kaufen wir mal 7. Ich habe ja keine Ahnung. Und Karottensamen wollten wir noch, ne? Gab es die hier? Nee, die gab es wieder nicht hier. Die gab es bestimmt wieder am anderen Ende vom Dorf. Natürlich. Herzlichen Glückwunsch. Du hattest die. Nee, du hattest die nicht. Du hattest die auch nicht. Wer hatte denn die? Draußen. Du hattest die. Zeig mir deine Ware. Ja, so, Karottensamen. 10 pro Stück. Was haben wir noch? Weizenkorn? Kann auf dem Dreschplatz. Ja, okay, wir nehmen erstmal die Karotten. Oh wow, 5 Stück. Mehr kriegen wir nicht. Okay. Danke sehr. So, und jetzt schauen wir mal zum Alwin. Wir müssen aber dringend. Also, das mit dem Essen wird echt lustig hier. Wow, 2 Brei. So. Und die Madame möchte auch was essen. Okay, das wird jetzt spaßig. Na gut. Schauen wir erstmal. Alwin, hallo. Was gibt's Neues bei dir? Du hast dich verändert. Ich habe kürzlich eine Menge darüber nachgedacht, was ich mit meinem Leben anstellen soll, was ich wirklich will. Und ich will etwas Neues. Ich möchte lernen, mit dem Bogen zu schießen. Das klingt nach einer sehr ernsten Lebensentscheidung. Für mich schon, würdest du mir helfen, den Jäger zu finden, der Bögen verkauft. Ich weiß nicht, was mich auf dem Weg dorthin erwartet, aber du kannst offensichtlich gut auf dich aufpassen. Expedition geht los. Ja, ich gehe voran. So, wo müssen wir da jetzt hin? Ach, wieder auf die andere Flussseite, ne? Ja. Na dann. Kommt er mit? Ja, er kommt mit.
Dann latschen wir mal darüber.